Hi YouTube, was geht? Hier ist Novi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Folgendes habe ich jetzt für euch an Infos. PSN läuft wieder rund, halbwegs. Es kann aber trotzdem zu Störungen kommen. Ich habe dann noch Infos und zwar MTU. Ihr müsst die auf jeden Fall von 1500, also die Werte von 1500, runterstellen auf 1473. So, dann das nächste Problem. Für die Leute, die noch keine... langsam, die noch nicht ihre neue PlayStation 4 registriert haben im PSN oder überhaupt die ihre Konsole, sprich auch die PS3, falls die jetzt an Weihnachten eine PS3 bekamen, nicht registriert haben und es funktioniert nicht, dass ihr online gehen könnt mit dem Gerät im PSN, sondern ins PSN könnt, ist folgendes Problem. Da sie noch nicht registriert wurde, ist es zurzeit nicht möglich, neue Geräte zu registrieren im PSN. So, ich zeige euch gleich, woher ich das alles habe. Erstens mal waren wir wieder hier auf unserer Twitter-Seite von PlayStation, auf unserer offiziellen Ask, also Frag PlayStation nennt sich das hier. Link dazu kommt unter das Video. Letztes Update war vor 14 Stunden. Also nein, das letzte war vor 4 Stunden, aber das vorletzte war vor 14, da habe ich noch das Video gemacht gestern Abend oder heute Nacht. Und hier, aktualisiere PlayStation Network Zugang wiederhergestellt wird. So, also es wurde wiederhergestellt, vor 4 Stunden war das. Dann, man haben die einen Haufen Dinger bekommen, gell? Über fast 200.000 neue Follower haben die bekommen. Seit, ich glaube, innerhalb von 3 Tagen. Dann war ich hier auf diesem Verlink, auf dieser Verlinkung bin ich vorhin gegangen. Und dann kam ich auf die Seite hier, das ist der offizielle US PlayStation Blog. Im Deutschen werdet ihr wahrscheinlich nichts finden, keine Ahnung. Ich habe das jetzt auch nicht gesucht, ich habe das jetzt einfach hier genommen, habe jetzt einfach mal hier diese grobe Übersetzung genommen von Chrome, von Google Chrome. So, und zwar wurde das gestern geschrieben, aber ich denke, das wurde heute Nacht geschrieben. Und zwar Update, PlayStation Network wieder online ist. Und zwar, es ging darum, es wird darüber berichtet, was es für ein Problem war. Und zwar, dass ein sogenanntes Verkehrsaufkommen, ein Datenverkehrsaufkommen stattgefunden hat. So, das kennen wir alles schon, das Problem. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, nochmals nachlesen. Ich verlinke das unter Video. Aber es wird hier was sehr, sehr Wichtiges erwähnt. Und zwar, dass es von Zeit zu Zeit kann es zu Störungen im Betrieb aufgrund von Verkehrsspitzen kommen. Aber die Ingenieure arbeiten, um Service so schnell wie möglich wiederherzustellen. So. Und jetzt kommt das Wichtigste für euch, die eine neue Konsole haben, aber diese nicht registrieren können. Wenn sie eine PlayStation-Konsole über die Feiertage empfangen und nicht gelungen, sich im Netzwerk anmelden, wissen, dass dieses Problem ist. Also sie wissen Bescheid, dass es das Problem gibt und dieses Problem ist halt nur vorübergehend und wird nicht von ihrer Spielekonsole verursacht. Wir werden weiterhin halten, sie auf dem sie werden uns halt weiter auf dem Laufenden halten und zwar über die Twitter-Seite Ask PlayStation. Und wir werden den Beitrag aktualisieren. Also das heißt, es wird also aktualisiert dort immer. Und dort gibt es dann immer die Infos. Ich verlinke das alles hier unter das Video. Und zwar einmal dieses MTU-Video werde ich unter dem Video verlinken. Also wo ich das erst gestern gemacht habe. Für die, die nicht wissen, wie das funktioniert mit dem MTU. Dann, denn die Twitter-Seite. Und diese Seite hier werde ich auch noch verlinken. Die könnt ihr also selbst mal nachlesen, gell? Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Und ich wünsche euch noch was. Tschüss.